Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar A Gay Love Story About Gay Love. Schauen wir es uns an. Neues Spiel bitte. Der Strand sieht heute wunderbar aus. Es ist immer ein schöner Platz, um sich zu entspannen und auszuruhen. Reynold, was machst du hier? Ich bin hier aus demselben Grund wie du. Ich benutze meine Freizeit, um den schönen Ausblick hier vom Strand zu genießen. Nur weil ich vom Osten bin und du vom Westen, heißt nicht, dass wir nicht ein oder zwei Dinge gemeinsam haben können. Was magst du am Strand? Du Narr. Ich bin nicht hier, um mit dem Feind zu spielen. Du musst hier auf einer Mission sein oder irgendwas. Trotz des Krieges hast du dich nicht ein Stück verändert. Du auch nicht, scheint es. Gut, dann nehmen wir uns einen Moment Zeit, den Blick zu genießen, und danach können wir wieder dazu übergehen, Feinde zu sein. Ist das eine Möwe? Zumindest glaube ich, dass Sigurd Möwe heißt. Ich glaube. Es ist noch gar nicht so lang her, da sind wir beide an diesem Strand rumgehangen. Jedes Mal, wo wir Fang gespielt haben, habe ich verloren. Ja, aber du warst nicht zu schlagen, wenn es dazu kam, sich zu verstecken und dann gesucht zu werden. Ich möchte wirklich nicht mit dir kämpfen. Du musst. Wir könnten alles verlieren, wenn wir das nicht tun. Ich weiß nicht mal, warum wir überhaupt im Krieg sind. Zu diesem Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, warum oder um was es überhaupt geht. Du lässt deine Haare wachsen? Ja. Wenn es überall so ist, mache ich den Pferdeschwanz weg. Sieht süß aus. Danke. Nun, lass uns anfangen. Ich möchte nicht. Ich weiß. Ich gebe dir ein bisschen Zeit und ich komme in Kürze wieder zu dir. Von da an werden wir wieder Feinde sein. Kapitel 1. Seit wir jung sind, habe ich immer. Gut, ich komme. Ich bin soweit. Um Reynold zu bewegen, klicke ihn mit der linken Maustaste an und dann klicke auf ein blaues Rechteck und klicke nochmal mit der rechten Maustaste. Um deinen Zug zu beenden, klicke auf einen Platz weg von Reynold und drücke Ende. Also, für irgendeinen Grund, Escape schließt das Spiel, also drück nicht Escape. Ah. Und dann auf so ein blaues Item. Okay. Hallo, okay. Ich bin da noch nicht so ganz durch, ehrlich gesagt. Ah, ich spiele sie beide. Ja, das ist natürlich. End. Hä? Okay. Ich bin zu dumm für das Kampfsystem, liebe Leute. Nee, nee, bitte nicht da rein. Ende. Bist du soweit? Nicht wirklich, aber fang an.
Diskus, bist du in Ordnung? Mach es. Beende es. Diskus. Ich möchte in einer Welt, in der wir beide Feinde sind, nicht leben. Ah. Ich glaube, ich auch nicht. Also, was wirst du jetzt machen? Zuerst mal reinige ich deine Wunde. Danke. Ich hasse es, dich verletzt zu sehen. Ich möchte kein Teil dieses Krieges sein. Ich auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Dann lass uns gehen. Aber wir haben Pflicht, Ehre, Loyalität. Alles das bedeutet nichts, wenn ich dich nicht haben kann, Reynold. Diskus. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich liebe dich auch. Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Und was war... Oh, ich habe, glaube ich, versehentlich was übersprungen, weil ich was Falsches gedrückt habe. Ah, tut mir leid. Was? So tun, als wäre es ein Wrestling-Move. Oder ihnen die Wahrheit sagen. Ich vermute mal, das sind die verfeindeten Truppen. Wir probieren es mal mit der Wahrheit. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt sterben, dann werde ich daher schneiden, indem ich einen anderen Weg versucht habe. Die Wahrheit ist, Reynold und ich lieben einander. Tatsächlich. Und wir werden aus diesem Krieg ausbrechen. Und an einem, also desertieren, und an einem friedlicheren, ruhigeren Platz weiterleben. Es ist genauso, wie in den Büchern, die Vater immer gelesen hat, während Mutter nicht hier war. Aber, desertieren zählt auch als Verbrechen. Ja, tut es. Und was ist die Bestrafung für Desertieren? Ziemlich sicher ist es der Tod. Was ist mit euch? Ja, hier ist es auch der Tod. Ich denke, wir brechen ihnen die Finger, stechen ihnen die Augen aus, brechen ihre Beine und dann bringen wir sie um. Und was passiert, wenn wir nicht... Ich habe keine Ahnung mehr, wessen welche Stimme ich, das sind mir einfach zu viele Leute, entschuldige. Und was passiert, wenn wir sie einfach nicht bestrafen? Dann bringen sie uns um. Und was ist mit euch? Die machen mit uns das, was Mutter zu ihr, mit ihren Nachbarn gemacht hat, wenn sie herausgefunden hat, dass sie die Seife gestohlen hat. Was bedeutet, dass sie uns umbringen? Nun, das heißt, wir werden unsere verräterischen Generäle umbringen, wenn wir nicht sterben möchten. Die sind sogar die Generäle, das heißt, die befehlen euch und ihr wollt eure Generäle umbringen. Ich weiß ja nicht, ob das nicht auch ein Verbrechen ist. Sieht aus, als hätten wir keine Wahl, außer sie niederzumetzeln. Ich möchte niemanden verletzen, auch nicht meine eigenen Soldaten. Sieht auch nicht so aus, als würden sie gegen uns kämpfen wollen. Du hast ein besseres Urteilsvermögen. Die Wahl liegt bei dir. Bekämpf sie oder versuch's ihnen auszureden. Wir versuchen es ihnen auszureden. Ich denke, ich kann es ihnen ausreden. Lass es mich versuchen. Gut, ich vertraue dir. Da wir nicht mehr eure Generäle sind, fallen wir nicht unter irgendeine von euren militärischen Gesetzmäßigkeiten. Hä? Was? Artikel 21, Kapitel 24, Sektion 12 von unserem Militärhandbuch sagt es sehr detailliert. Jeder, der nicht mehr seine Position begleitet in der Armee, fällt nicht unter die Militärgesetzgebung und muss als Zivilbevölkerungsanteil betrachtet werden. Richtig, Diskus? Das ist korrekt.
Ich kann nicht glauben, dass ihr Leute das nicht wisst. Es steht in eurem eigenen Military Code. Als euer Ex-General bin ich tatsächlich ein bisschen beschämt von euch, dafür, dass ihr keine Ahnung habt vom Militärgesetz. Auch wenn ich glaube, dass ich daran nicht ganz unschuldig bin. Mist. Ich würde sagen, sie sind falsch. Aber ich kann nicht lesen. Also deshalb kenne ich das Buch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt so ein Buch haben. Ich habe gedacht, alles, was unsere Generäle sagen, stimmt. Nun, da wir alle nicht mit dem Gesetz vertraut sind, denke ich, wir haben keine Wahl, also zurückzuziehen. Ja, wir wollen nicht unwissend ein Kriegsverbrechen begehen. Ja, das Beste ist, auf Sicherheit zu spielen und zu unserem Posten zurückzukehren. Klingt eine gute Idee. Wie auch immer. Man zieht sich. Nun, das scheint funktioniert zu haben. Tatsächlich, das sollte uns einiges an Zeit gegeben haben, darüber, was wir als nächstes tun. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Bitte halte mich noch einmal. Natürlich. Glückwunsch. Ende Nummer 2. Oh, okay. Ich werde schauen, ob ich vielleicht noch ein anderes Ende zeigen kann. Das war jetzt doch ein bisschen kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Und jetzt behaupten wir mal, es sei eine Wrestling-Bewegung. Nun, wir wresteln miteinander. Wir sind hier in der Mitte eines Kampfes und ihr habt uns nur zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Das ist, was meine Schwester die ganze Zeit getan hat. Wrestling? Pah! Ha. Weißt du, wir bevorzugen einen echten 1-zu-1-Kampf. So ja. Ich zeige ihm, wer hier der König des Strandes ist. Ihr könnt uns von da beobachten. Nun, ich möchte schon wissen, wie das ausgeht mit euch beiden. Ich auch. Ich drei, also ich auch, so prinzipiell. Bei welcher Nummer sind wir? Nun, fährt fort. Diskus, vertraue mir. Mach einfach mit, was immer ich mache. Gut, Reynold, ich vertraue dir. Ich ziehe dich in die Tiefen des Ozeans und du wirst dafür bezahlen. Ach, nein, wie kannst du nur? Nein, wir werden an diesem Strand ertrinken und sterben. Ich nehme dich mit, wenn ich muss. Ah, also so ist das, wie ich meinem Ende ins Auge sehe, als Opfer für einen anderen Kämpfer. Reynold und Discus werden in die Tiefen des Ozeans gezogen. Wow, sind sie tot? Es scheint so. Es sieht nicht so aus, als ob sie zurück nach oben kommen. Außer sie tun nur so wie wenn und benutzen diesen Anti-Ertrinkspruch, der Lehrern beigebracht wird, um Kinder zu beschützen. Nun, sie scheinen uns eingeschränkt zu haben, ohne dass dafür ein Grund bestehen würde. Und es sieht nicht so wie die Art und Weise von Wrestling, die meine Schwester mit mir macht. Nun, wenn sie nur so tun, dann sollten wir warten, bis sie atemlos sind oder ihr Zauberspruch fertig ist. Nun, ich denke, sie sind tot. Ah, nun, da wir keine Aufsehen mehr haben, heißt das, wir müssen nicht mehr gegen einen verkämpfen?
Ich denke, lasst uns zurückgehen zu unserem Posten und Anweisung von unseren neuen Generälen bekommen. Klingt wie eine gute Idee. Gut, man sieht sich. Gut, dass ich diesen Zauberspruch gelernt habe vor einiger Zeit. Ja, wer hätte gedacht, dass es so praktisch sein könnte? Sieht aus, als wären sie weg. In der Tat. Wir müssen noch einige Anfälle überwinden, bevor wir entkommen sind, aber für nun können wir entspannen. Ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Bitte halt mich nochmal. Natürlich. Ende Nummer 1. Glückwunsch. Schauen wir uns noch die Extras an. Mit der Galerie. Reno und Diskus. Hier. Ich wollte immer schon ein Spiel machen. Mit zwei männlichen Rivalen, die miteinander die sich ineinander verlieben. Diskus in Love. Gut, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel oder nächsten Projekt, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt einen wunderschönen Tag.